An die 1:1 ging aus der Lustenau ein Ergebnis, mit dem ihr überhaupt nicht zufrieden seid, oder? Nein, natürlich nicht. Also ich glaube, wenn man das Spiel sieht, über 90 Minuten, klar die bessere Mannschaft. Erste Halbzeit, ja, Kopfballpech von mir. Nochmal, wo ich verlängere, wo der Lukas hinten ums Arschlecken spät kommt. Mein Schuss wird auf der Linie geklärt. Da waren so viele Sachen dabei, wo man einfach ja, das Spiel schon fast ja, entscheiden können eigentlich. Ich mein, ja, dass man derzeit keinen Klick kommt, das sieht man aber die Spiele alle. Es läuft nicht so für uns gegen Blau-Weiß, Gelb-Rot, aber ja, wir müssen weiterarbeiten, positiv bleiben und genauso spielen, wie wir heute trotzdem gespielt haben. Wir haben genug Chancen ausgespielt, wir müssen es machen. Jetzt ist das dritte Unentschieden in der Quali-Gruppe. Es sind immer unterschiedliche Gründe. In Altach das späte Gegentor gegen Blau-Weiß Linz, die rote Karte. Heute Elfer, der halt ja, vielleicht ein bisschen leicht irgendwie vergeben worden ist. Trotzdem siehst du irgendeinen Grund dafür? Ich glaube, Gelb-Rote kann passieren einmal. Ich meine, dass so früh passiert, ist bitter. Ja, Elfmeter, man sieht es, die haben auch einen Elfmeter zulassen. Kann auch passieren. Aber ja, ich mache da in Rom ja keinen Vorwurf. Natürlich kann man vielleicht schlauer hingehen, braucht man nicht rennen, aber ich glaube, dass er nicht sieht und er will einfach den Ball klären, dass der Ball weg ist. Und ja, dann passiert das. Aber ja, wir müssen einfach scheinbar noch konzentrierter das Ganze fertig spielen. Ich glaube, wir haben, ich kann mit einem Torschuss, wenn überhaupt, zulassen. Ich glaube, viel besser kann, oder viel effektiver kannst du es dann auch nicht verteidigen. Und auch nach vorne hin, glaube ich, weiß ich nicht, wie viele Torschüsse. Es ist schwierig, in Worte zu fassen, dass du eigentlich so eine Partie unentschieden spielst. Aber ja, derzeit ist das Glück nicht auf unserer Seite und dann passiert das. Trotzdem, die Fans haben jetzt auch ein bisschen anklingen lassen, dass sie unzufrieden sind mit der momentanen Situation. Hast du Verständnis dafür? Ja, natürlich. Also ich glaube, wenn man dreimal 1:1 spielt oder unentschieden spielt, ist das logisch. Verstehe. Wir haben einen anderen Anspruch. Natürlich haben wir auch gewusst, dass jeder Gegner, was wir jetzt spielen, mit 11 Mann hinter dem Ball ist, dass es schwierig wird, dass man Tore macht. Das hat man heute auch gesehen. Natürlich, wenn man in der ersten Halbzeit vielleicht mein Kopfball reingeht und dann noch irgendeine Chance reingeht, steht es 2:0 und die Sache ist gegessen und da passiert nichts mehr. Und ja, da verstehe ich die Fans, aber wir werden nicht aufhören und wir werden weiter Gas geben.